Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit Kamerad Kirio. Hey ho. Und als stummer Begleiter General Riptide. Ja. Hey ho. Juhu. Ja, wir spielen 3-0 Deutsche. Es gab ein eine Battle Rating Anpassung und die ganzen schönen Langrohrpanzer 3 sind 3-0. Ja, gut, leider haben wir ein Abtier bekommen. Doch ein volles. Ja, auf 4-0. Ich lade schon mal APCA durch. Ja, ich hab Heat, das passt. Ja, ich mag die Panzer 3 eigentlich sehr gerne. Ich finde sie persönlich hübscher als die Panzer 4. Kevin ist da anderer Meinung. Richtig. Ist auch lustig, dass das hier eigentlich der Hauptkampfpanzer war und der Panzer 4 nur Support, ne? Ja, dann packen sie die heftigere Kanone auf die Panzer 4 drauf. Naja gut, anfangs hatten die Panzer 4 ja nur die du auf deinem Panzer drauf hast. Naja klar, das war wirklich nur zum Befestigung knacken quasi. Oh verdammt. Ich habe hier einen Cromwell vor mir. Ja, ich komme herumgefahren. Oh, holy moly. Au. Franzose. Ich bin verwirrt. Au. Ach, verdammt. Da war ich zu greedy. Und da kommt der Aal. Hässliche Mistding. Echt mal. Naja, dann kann ich direkt mal die Packwagen-Challenge annehmen, die mir gestellt wurde. Was war es? 3 Kills mit dem Ding? Keine Ahnung. Ja, ich glaube 3 Kills sollte ich machen, ohne zu sterben. An sich nicht schwierig, aber auf der Map mit dem Ding. Glaubst du wirklich, ich schaue auf deinen Kanal? Ja, du unterhältst dich mit meinen Zuschauern. Ja, okay, das stimmt. Beziehungsweise unsere Zuschauer. Ich wollte gerade sagen, der General hält sich aber lang. Wow, 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 wow. Das war gerade scheiße knapp. Direkt rechts. Ja, es ist überall was jetzt gerade. Links. Ja, und rechts ist der Aal. Ich könnte mal kurz Hilfe gebrauchen, mein... reparieren. Ja, der Aal ist verkrüppelt. Au, hinter uns. Nein, keine 3 Kills. Boah, Alter, diese Mistdinger sind echt heftig. Ja. Na, dann kommt jetzt wohl mein Langzeitliebling. Oh mein Gott, ich habe die falsche Tarnung drauf. Furchtbar, Sakrileg. Einmal mit Profis arbeiten. Boah, Alter, wie die uns Ruffles stompen. Ja klar, die haben ja auch wieder alles. Das sind nur die armen Deutschen mit diesen völlig nutzlosen Japanern.
Eieiei. Läuft echt gut. Ja. Das ist nicht meine Woche, wobei gestern nicht diese Woche war. Gestern die Aufnahme, die werdet ihr leider nie sehen. Man speichert den Rechner auf einmal voll. Oh, hi. Da fährt ein Aal in mich rein. Ich kann nicht abdrücken. Oh. Da will man mal einen Battle Rating Drop zelebrieren und was bekommt man? Top Tier. Ja, das ist die Strafe, ne? Ja. Jetzt komm, geht ruf! Das gibt's nicht. Alles klar, sag mich ein, schick mich zurück ins Vaterland. Ja, ich bin tot. Ja, ich kann noch. Ja, ich seh's. Du guckst den Aal gerade böse an, aber ich würde an deiner Stelle nicht schießen. Was hat der Aal eigentlich zeitlich für Panzerung? Ich glaube auch so um die 40-50. Also es wird schwierig, wenn der gewinkelt ist. Ja, okay, dann ignoriere ich ihn mal knallhart. Ich glaube, er hat dich gesehen. Das wäre nicht so schön. Hat er aber scheinbar nicht. Direkt hinter dir, quasi. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ja Mensch, was ist denn da? Noch ein Aal. Yay. Läuft. Läuft richtig gut. Absolut. Guck mal, Riptide zu. Vielleicht kann der mit seiner Bombe noch irgendwas klären. Ist auf jeden Fall eine, ich nenne es mal, interessante Lackierung. Ich weiß, das Flugzeug ist verlockend, aber du hast eine Bombe. Kannst du noch mal rein? Ah ja. Ich bin gerade noch mal drin, ja. Auch direkt EPCA geladen. Ja, klar. Seitlich in den Turm dürfte kein Problem sein. Ich habe ihm das MG zerstört, ja. So. Sehr das, schön. Das ist dieser Penner, der uns immer zu ausgeknipst hat. Oh mein Gott, ich darf noch mal rein, danke. Vielleicht reiß ich ja noch was.
Ah, natürlich steht der M10 da noch. Dieser Spawn ist einfach zu offen. Yep. Also ich weiß nicht, da müssten sie vielleicht so aus der Halle, die vor dem Spawn ist, ein C machen, weißt du? Dass du quasi hinten rausfährst. Link. Ja. Ja. Riptide und noch eine andere 109 sind die einzigen Überlebenden. Ah. Ja, ich bin auch noch drin, also noch ist hier nichts vorbei. Ja, genau, da ist ein Charme. Bisschen links. Da. Ja. Ja, okay, never mind. War nicht ganz so fantastisch, hätte besser laufen können. Ja, ja, ready it up. Ah, diese ganze Forschung schon wieder hier. So. Jetzt. Zeit ist Geld, genau. Ja, hoffen wir mal, dass wir diesmal kein volles Uptier kriegen. Ja, also 3-0 Top-Tier wäre halt schön, ne? 3-3 ist auch gut. 3 wäre auch gut, klar. Aber 4-0? Na. 3-7 wäre auch schon scheiße, da kommt die KV1. Ah ja, Leute, hier könnt ihr übrigens sehen, wo ich gerade dran bin, was euch in naher Zukunft erwarten wird. Jetzt. Oder was mich arm machen wird. Na, willst du wohl? Ja, ich glaube, wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, da sind wir wieder. Diesmal sind wir Topftier. Ich würde sagen, hinten rum. Also du kannst gerne vorne rum, wenn es dich treibt. Ja, ich guck mal, ich suche meinen hübschen Spot und ja, okay, der Camper Marder, halt das kann das, ich verstehen. Marder so tun. Etwas rummoderieren. Ja, moderier du mal. Ich habe mir heute einen neuen Bildschirm geholt. Meine Herren, ist das eine Veränderung von 22,5 auf 25 Zoll? Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht die Mega-Welt, aber der war im Angebot, sah gut aus. Ja. Außerdem wird das der Anfang von meinem Setup mit drei Bildschirmen. Aha. Das ist aber echt krass, wie die Farben sich unterscheiden. Also das ist, was ich mir geholt habe, ist eigentlich ein ziemlich guter Gaming-Bildschirm. Das davor war so ein 0815. Es ist echt heftig. Ja, ich weiß noch, das war noch so ein bisschen Budget, ne? Ja, ja. Ein bisschen budgetmäßig. Also das Gras hier ist jetzt grün und nicht so matschgrau-grün. Deswegen hat das auch so Probleme gemacht, wo du zu HDMI umgestiegen bist. Ja, ja. Sag nix, ey. Das sollte ja nicht mal so das Problem sein jetzt. Nee. Herrgott. Gerade ein Fleck entdeckt. Ein Tag alt und schon Flecken. Ja, Leute, das ist mal wieder eine Market-Tarnung. Ich finde die echt hübsch.
Der versnobte Bonze mal wieder, ne? Ja, klar. Du mit deinen... mit deinen Tarnungen, die du irgendwie für 10 Cent kaufst oder so. Du kleiner Rich Boy, du. Natürlich, natürlich. Okay. Einen habe ich. Hier fahren Stuarts rum. Okay. Welches Battle? Die sind doch 1 irgendwas. 1-7? 2-0 maximal? Ja, wenn es 2-0 sind, dann... eine gute Möglichkeit, dass sie hier sind. Ja, aber das tut mir schon fast leid. Der eine konnte mich gerade nicht pennen. Ja, das ist aber nicht dein Problem für deine glorreiche deutsche Überlegenheit, ne? Ja, ja, stimmt, stimmt. Oh, das war sogar eine M5, der mich nicht pennen konnte. Naja, gut, diese Kniff, da hat ja doch einen kleinen Nerf bekommen. Das ist ja auch die gleiche wie auf dem Locust. Ah, stimmt, ja. Von was? 90 auf 75 oder so? 78 auf 10 Meter. Das taugt halt nicht mehr so zum, zum High-Tier-Trollen. Geschweige denn auf dem eigenen Battle-Rating-Trollen. Ja, das ist halt die, durch russische Heavies bist du halt durchgekommen, wenn du nah dran warst. Kannst du jetzt nicht mehr. Ja, das ist schade. Wie läuft's an deiner Front? Was machen wir hier eigentlich? Ich suche Gegner. Unsere Teamaufteilung ist auch wieder Premium. Immer Premium. Oh Gott, die Kanone hat ja fast gar keinen Bullet Drop. Das ist auch nicht eine Gewöhnungssache, gerade im Load hier. Im High-Tier kann ich es verstehen, wenn die Kugeln quasi einfach gerade durchfliegen. Aber hier ist das doch was anderes. Leute. Wow. Ah, okay, untere Wanne. Ja. Da war ich zu greedy. Weil die Panzerung von dem Ding ist auf 3-0 echt nice. Na doch, was ist der Frontteil? 50 mm oder sowas? 50 plus 20. Das ist halt, wenn du den in Mahlzeitstellung stellst, wie so ein Tiger, ist das echt heftig. Ja. Hatte die deutsche IL-2 schon immer 23er? Waren es nicht mal 20er? Ne, das waren 23er. Also so wie ich mich erinnern kann zumindest. Ewig nicht mehr geflogen, die Möhre. Das ist eher so dein Schätzchen. Ja, das war meine erste IL-2. Oh Gott, da ist ein Doppeldecker. Ja. Hauptsache, der findet mich nicht. Guck gleich, dass ich ihn finde. Oh, 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 oh. Nein! Boah Gott! Brenn ich? Nein, ich quarz nur ganz gewaltig. Boah. War das Mistding immer schon immer so träge? Was welches?
IL-2. Ja, IL-2 war schon immer träge. Hast du es eigentlich gerade Mistding bezeichnet? Ja, ich habe das Ding als Mistding bezeichnet. Ja, ich glaube, ich kann mich nicht länger mit dir unterhalten. Sorry. Jetzt fehlt eigentlich nur Buddy left your channel. Ja, aber nee, vorher würde ich dich aus der Freundesliste kicken und dann Channel verlassen. Also richtig zerstören, ja. Ja. Sehr schön, da mal wieder die Kamikazes, aber eigentlich darf ich mich nicht beschweren, ich habe das auch gerade gemacht. Im Lot hier ist es okay. Ich war so gut wie tot. Wie M16. Da kann ich halt nichts gegen machen. Ja, M16 ist halt einfach. Wirbelwind auf Niedertier. Sogar ganz besser als die Wirbelwind, würde ich sagen. Bis zur Gatling die beste Ami-Flak. Ja. Erwischt. Nein. Verfluchtes Mistding. Welches Mistding? Ich glaube, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Flak spielen hier. Das geht ja gar nicht. Das Ding habe ich schon gekrittet. Wie kannst du nur? Oh, natürlich, ich setze mich in die Flak und es fliegt nichts mehr. Doch, hier fliegt was. Ah, okay. Zwei Flieger kommen sogar. Ja, schön. Der eine ist gerade über B knapp und der andere fliegt mich an. Von Süden. Ach ja, da ist er. Ich bin kein Freund von den 37ern der Deutschen, aber wenn sie treffen, ne? Wenn, dann ist vorbei. Ja. Deswegen mag ich die Ostwind so gerne. Du hast halt die 37er auch mit hoher Schussrate. Ha! Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Eieiei, das war knäpplich. Wieso läuft's eigentlich gerade mit dem Flak-Truck besser als mit dem Panzer? Weil dieses Ding im Load hier einfach rockt. Brutal. Ich weiß nicht, also ich gehe meistens Panzer damit jagen, das meiste Zeug kommt mal durch. Es gibt es nicht so viel, was 46 mm seitlich hat. Selbst frontal kommst du nicht meistens durch, alles hat Weak Spots. Ja. Ein gut, Flakpanzer 1 und Gepard sind Panzerjagen immer noch geiler. Aber, ich weiß nicht, ich nehme aus irgendeinem Grund trotzdem lieber das.
Okay, die Sau hat unsere Esel 2 abgeschossen. Jetzt reicht's. Das geht ja mal gar nicht. Wo bist du? Ach ja. Low-Tier-Gefechte zum Auflockern des Grindens im High-Tier. Immer wieder gern gesehen. Ja. Naja, das High-Tier ist auf Dauer echt frustrierend. Vor allen Dingen, wenn du ständig Up-Tiers kriegst. Ja. Aber ich bin echt mal gespannt, wie sich das entzerrt, wenn Tier 7 reinkommt. Ja, mal gucken. Also es soll ja angeblich das High-Tier Black Hole schließen, aber schauen wir mal. Wahrscheinlich entsteht einfach nur ein neues. Wo sind wir gerade? 10-3, ne? Beim Abrams. Was? Der Abrams? 10-3 war der, glaube ich, oder? Bis 10-0 geht's aktuell nur. Also ich war mir sehr sicher, der ist höher. Ich glaube, es geht noch bis 10, bis 10-0. Naja, wahrscheinlich wird es dann bis 11-0 oder so gehen. Mal schauen. Ich habe mit diesem Teil gerade mehr Erfolg beim Snipen als mit dem Marder. Das ist traurig, ne? Ja gut, es liegt aber allerdings nur an der Schussrate. Ich tue dafür halt nichts one-shotten. Warte, ich habe gerade einen Tetrach gewone-shotten, aber ich glaube, der war schon angeschlagen. Ja okay, ich habe auch so ein A13, so ein Auto gewone-shottet, aber das ist ja... Ne, ist ja nix. Ah, noch ein Auto. Es gibt unglaublich viele Autos hier. Ja. Halt! Oh, das tut mir echt leid, ich habe gerade eine Sub-5 gekillt. Oh. Ja, obwohl, das ist nicht mehr das Ding mit der wenigsten Muni. Das ist ja jetzt der 8-Schuss Italiener. Aber die Su-5-1 hat doch auch nur 8 Schuss. Waren das nicht 12? Nein, die hat 8. Okay, ich muss gestehen, ich habe sie nie ausgefahren. Wie habe ich denn jetzt einen T-70? Was? Wie? Wahrscheinlich vorhin irgendwann beschossen und jetzt ist er raus. Gut möglich. Wie war das? Man nennt das nicht mehr Spawn-Campen, sondern wie war? Aggressives Vorrücken? Achso, ja, Frontlinie expandieren. Achso, ja. Tja, ich würde sagen, die Runde kann sich eher sehen lassen. Ja, aber etwas besser. Beste Staffel. Altgewohnte Form wiedergefunden. So, jetzt will ich aber doch noch ganz schnell gucken. USA. Her. Ach, 10-0. Mir war so, als wäre der mal höher gewesen. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich glaube, es gibt bis jetzt nur 10. Der T-80B ist ja auch nur 10-0. Ja. Nun gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.